Dann, wir machen weiter mit ein bisschen über unser Jubiläum von Quilombo Brasil. Im Mai dieses Jahr wurde das 5-jährige Jubiläum von Quilombo Brasil und 7 Jahre TV Ipanema gefeiert. Zufälligerweise hat der Stars des Abends auch mit dem Favela Monte Azul Projekt zu tun gehabt. Das 5-jährige Jubiläum des Kulturzentrums Quilombo Brasil und der 7. Geburtstag von TV Ipanema wurden gemeinsam im Stage Club gefeiert. Die Hauptattraktion des Abends war die Show von Bettina Ignacio. Die Sängerin, bekannt als B, hat auf Portugiesisch und Deutsch gesungen. Unsere Reporterin Leila Pantel war dabei. Sie hat ein Interview mit der deutsch-brasilianischen Künstlerin gemacht. Direkt live von Stage Club in Hamburg mit Bettina Ignacio, die heute hier ist, bei uns mitzufeiern. Das Jubiläum von 10 Jahren Radio Mama Terra, 7 Jahren TV Ipanema und 5 Jahren Quilombo Brasil. Und euch zu zeigen, die Brasilien viel mehr zu sagen hat als Fußball und Samba. Ich bin eigentlich dort aufgewachsen und meine Eltern haben zusammen mit Ute Grema den Verein gegründet vor sehr, sehr vielen Jahren. Also ich bin mit Monte Azul groß geworden, wirklich seit Baby auf. Ich bin dort in den Kindergarten gegangen, ich bin dort im Chor, im Theater und ich hatte dort meine Freunde und meine Familie. Also von daher war es für mich schon immer ein Riesenwunsch, weil ich ja auch weiß, was da alles auch im Hintergrund passiert, Monte Azul so zu unterstützen. Yeah, yeah.